Die letzte Turnerin am Schwebebalken muss die Entscheidung bringen. 9,9 Punkte muss sie turnen. Oksana Omeljantschik aus der Sowjetunion, um Hanna Rytschna aus der Tschechoslowakei vom ersten Platz zu verdrängen. 9,9 hat sie gestern geturnt. Schnelle Flickflack, Schrittsalto. Sie hat Temperament und sie turnt schwierig. Jahre, kommt aus Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Freier Schrittüberschlag vorwärts, aus dem Stand, zwei Rollen, sieht nicht sehr spektakulär aus, ist aber schwierig. Und sie weiß, wie man eine Übung vortragen muss. Obwohl, ich muss zugeben, die Finnen, die finnischen Zuschauer, doch schwer zu begeistern sind. Und der Abgang, Dreifachschraube, jawohl, kleiner Schrittfehler, gibt es die 9,9, ist es der Sieg für die 15-jährige strahlende Oksana Omeljantschik aus der Sowjetunion? Die Trainerin glaubt. Wunderschön, diese Flickflack mit geschlossenen Beinen und dieser Schrittsalto. Und auf der Abgang mit hohem Risiko eine Dreifachschraube, vielleicht nicht hundertprozentig zu Ende gedreht, aber was war's. Oksana Omeljantschik ist sicherlich eine derjenigen Turnerinnen, von denen man gesund bleiben noch vieles hören wird. Da kommt die Wertung. Europameisterin am Schwebebalken ist die, ist Oksana Omeljantschik aus der Sowjetunion. Auf Platz 2 Hanna Rytschna aus der Tschechoslowakei und auf Platz 3 Jelena Shuzhunova aus der Sowjetunion. Strahlende Siegerin Oksana Omeljantschik.